In unseren Playlists unter Klasse 10 findest du auch nochmal mehr zu trigonometrische Funktionen. Und zwar ist das da das Kapitel D. Ansonsten sind wir jetzt hier bei Übung 1. Und bei Übung 1 heißt es in A, bestimme alle Winkel in Grad zwischen 0 Grad und 360 Grad. Für die gilt Sinus Alpha gleich 0,6 bzw. Cosinus Alpha gleich 0,6. Wir fangen jetzt aber mal an mit Sinus Alpha gleich 0,6. Und dazu habe ich dir hier nochmal den Einheitskreis reingezeichnet und eben die dazugehörigen Werte direkt eingetragen hier in dieser Sinuskurve. Jetzt heißt es, Sinus Alpha ist gleich 0,6. Das heißt, hier das Ergebnis steht ja hier 0,6, das ist der Funktionswert. Das heißt, wenn hier die höchste Erhebung von Sinus ist, dann ist hier 1 und 0,6 muss so ein bisschen über der Hälfte sein, also da. So, die Frage ist, ist nicht so schön hier, 0,6. Die Frage ist nur, wo wird eben nach welcher Gradzahl wird diese 0,6 erreicht? Dazu nehmen wir mal hier diese 0,6 als Höhe an, stricheln hier rüber und sehen dann, dass wir also eine Speiche bräuchten, die hier so zwischen diesen beiden ersten Speichen langläuft, also bis dahin. Denn wenn ich diese Speiche hätte und das dann hier so runterziehen würde, dann wäre eben genau diese vertikale Speiche auch 0,6 Höhe. Und die Frage ist jetzt, was ist das hier für ein Winkel Alpha? So, und diesen Winkel Alpha, den müssen wir bestimmen. Und das kann man über eine Rechnung machen, indem man das Sinus Alpha gleich 0,6 einmal umstellt. Und zwar auf beiden Seiten Sinus hoch minus 1 rechnet. Das hast du auch auf dem Taschenrechner. Sinus hoch minus 1 wird auch als Arc-Sinus, also als Arcos-Sinus, quasi die Umkehrung vom Sinus wird das genannt. Also hat man auf der linken Seite Sinus und Sinus hoch minus 1 löst sich zusammen auf, da bleibt dann nur noch Alpha stehen und es steht dann Sinus hoch minus 1 von 0,6. Das heißt, der Arcos Sinus von 0,6, das musst du in den Taschenrechner eintippen und dann bekommst du hier 36,9 raus. So. So, und 36,9 ist jetzt also die Gradzahl in Grad, die man hier annehmen muss, damit eben hier, wenn das Alpha 36,9 Grad ist, dann hat man eben eine Höhe von 0,6 erreicht mit dieser Speiche im Einheitskreis. Bedeutet also, die Höhe ist 0,6, genauso wie der Funktionswert bei der Sinuskurve. Aber, und jetzt wird es interessant, es gibt auch immer noch eine weitere Speiche, für die das gilt. Nicht nur die, eine einzige weitere Speiche noch, wo auch die Höhe 0,6 entsteht. Und zwar, wenn ich jetzt hier mal so rüberstrichle, dann denke ich mal, fällt das gleich auf. Es ist genau hier auf der anderen Seite spiegelverkehrt. Wenn du hier einen Strich ziehst zwischen diesen ersten beiden Speichen und das dann runter ziehst, dann hast du auch hier wieder eine Höhe von 0,6 und das gibt dir der Taschenrechner nicht aus, also jedenfalls der normale Taschenrechner nicht. Da muss man immer, diese Frage muss man sich immer stellen, gibt es noch einen weiteren Winkel? So, und dieser Winkel ist jetzt ja, wenn ich den von hier einmal rüber zeichne, geht er sozusagen bis hier und da muss man so ein bisschen jetzt so ein bisschen rechnen und ein bisschen logisch denken. Wenn dieser Kreis einmal von hier komplett rumgezogen wird, also dieser Winkelkreis, dann hätte ich ja 180 Grad. So, ich möchte aber nur von hier bis hier. Ich kenne aber diesen roten Alpha-Winkel und der ist ja genau derselbe Winkel auch auf der anderen Seite. Von der Größe her kann ich auch nochmal einzeichnen. Dieser Winkel hier zwischen dem ist auch genau Alpha. Wenn ich weiß, dass es einmal komplett 180 Grad rum ist, dann kann ich also hier rechnen, 180 Grad minus genau den Winkel, den ich eben gerade schon ausgerechnet habe für das erste Alpha. Und das ist gleich 143,1 Grad. Das heißt, zu einem Sinuswert, also zu einem Funktionswert von Sinus, in diesem Fall 0,6, gibt es immer zwei mögliche Gradzahlen, die diesen Funktionswert erreichen. Also gibt man jetzt an, das Ergebnis wäre hier, Alpha ist gleich 36,9 Grad und 143,1 Grad. So würde man das jetzt angeben. Das sind die Alpha-Werte, also die Bogenmaße hier, die Winkel, die man hier hat, die dazu führen würden, dass dein Sinus einen Funktionswert von 0,6 hat. Okay, jetzt kann man das natürlich auch alles für einen Cosinus machen, mit so einem Einheitskreis, sich den einzeichnen und sich das genau klar machen. Ich mache das für den Cosinus jetzt aber einfach nur mal rechnerisch. Es funktioniert genauso wie der Sinus. Denk nur dran, Cosinus ist nicht die Höhe von dieser eingezeichneten Speiche, sondern die Länge. Also haben wir jetzt hier, Cosinus Alpha
ist gleich 0,6. Wenn ich das jetzt mit Cosinus hoch minus 1 auf beiden Seiten verrechne, dann habe ich nur noch Alpha ist gleich Cosinus von minus 1, so, von 0,6. So, das kann man einmal ausrechnen und dann kommt man auf 53,1 Grad. So, das ist der eine Alpha-Wert. Und auch hier gibt es noch einen zweiten Alpha-Wert, der dazu führt. Ist ja klar, genauso wie es beim Sinus hier von der Denkweise her ist, geht das eben jetzt auch mit dem anderen. Und auch da musst du einmal die 180 Grad minus die 53,1 rechnen. Und dann bekommst du hier noch die 126,9 raus. Also noch 180 Grad minus 53,1 Grad ist gleich 126,9 Grad. Und das kannst du jetzt auch wieder zusammenfassen. Das ist jetzt also hier Alpha hat die beiden Werte. So würde man das dann richtig aufschreiben in so einer Menge. 53,1 Grad und das war zu viel. 53,1 Grad und 126,9 Grad. So, das ist jetzt der erste Teil der Aufgabe gewesen. Ich hoffe, du hast verstanden, warum es hier immer zwei Gradzahlen gibt pro sozusagen Funktionswert bei einer Sinus- oder bei einer Cosinuskurve. Für Cosinus habe ich es jetzt hier nicht eingezeichnet, weil ich jetzt hier die Sinuskurve einfach mal als Beispiel gewählt habe, um dir das grafisch zu zeigen. Wichtig ist aber eben, dass du hier verstehst, okay, hier ist die Speichenlänge vertikal und die gibt es auch nicht nur auf der rechten Seite, sondern auch auf der linken Seite und da muss man eben dann dort auch noch eine Gradzahl ausrechnen. Nach unten gibt es die nicht, logischerweise, weil nach unten sind die Funktionswerte ja auch negativ. Da steht ja hier nicht minus 0,6, sondern hier steht 0,6, also die Funktionswerte in positiver Höhe, die speichen hier in positiver Höhe. So, jetzt gucken wir uns mal Aufgabe B an. Die Frage lautet, für welche Vielfache von Pi nehmen Sinus und Cosinus jeweils den Wert 0,5 im Intervall 0, 2 Pi an? Löse grafisch. Also das Intervall 0 bis 2 Pi, das siehst du hier auf der X-Achse, hier ist der Ursprung 0 und 2 Pi auf der X-Achse ist auch eingezeichnet. So, und für welche Vielfache von eben diesen einzelnen Pis hier nehmen jetzt eben Sinus und Cosinus jeweils den Wert 0,5 an. Ich habe dir auf Höhe 0,5, also auf Funktionswert Höhe 0,5, mal so einen waagerechten horizontalen Strich eingezeichnet und überall da, wo es jetzt zu Schnittpunkten kommt, in diesem Intervall, da sind natürlich dann eben auch die Lösungspunkte auf diese Frage B. Wenn du dir das mal anguckst, Sinus startet immer im Ursprung, geht dann erst einmal hoch, erreicht einen Hochpunkt, geht dann runter, erreicht einen Tiefpunkt und ist dann wieder auf dem Ursprung, hat dann also quasi eine komplette Periodenlänge hinter sich. Cosinus ist etwas anders, ist nämlich um 90 Grad verschoben. Du siehst es schon hier, Pi halbe sind 90 Grad und wenn man von Pi halbe auf Pi geht, dann würde man die beiden komplett übereinander lagern, die beiden Graphen. Und Cosinus fängt immer bei Ursprung, bei 1 an und geht dann runter, erreicht den Tiefpunkt, geht dann hoch und ist genau bei 2 Pi dann auch wieder fertig mit einer Periodenlänge. So, also, so ist erstmal grundsätzlich der Aufbau und du siehst schon, dass hier nicht 90 Grad zwischen den einzelnen Lösungspunkten liegt. Was man jetzt vermuten könnte, naja, wenn die beiden 90 Grad verschoben sind, dann sind bestimmt auch die Punkte 90 Grad verschoben, also Pi halbe. Das ist aber nicht so, weil das ja geschwungene Funktionen sind, die unterschiedliche Steigung haben in unterschiedlichen Abschnitten. Und außerdem geht die Sinusfunktion erst hoch und erreicht dann ihren Hochpunkt und die Cosinus kommt von oben und geht dann runter. Und somit hat man hier diese beiden relativ nah beieinander liegen, dann ein bisschen Abstand und dann nochmal ein größerer Abstand. Das ist ganz interessant, das sind aber auf jeden Fall diese vier Lösungspunkte bei eben Pi Sechstel, Pi Drittel, 5 Pi Sechstel und 5 Pi Drittel und natürlich den Funktionswert 0,5. Das Oberthema ist ja Differentialrechnung und das Unterkapitel sind die trigonometrischen Funktionen. Die haben wir aber eigentlich schon in Klasse 10 gemacht. Im Kapitel D findest du die in der Playlist bei uns. Da ist es sehr ausführlich besprochen. Ich möchte das jetzt hier nochmal ein bisschen auffrischen, dass du gleich mit dem nächsten Unterkapitel, nämlich dem Ableiten von trigonometrischen Funktionen, keine Probleme mehr hast. So, und deswegen.